Sagen wir es mal so. Ein kleines Nickerchen. Und wir haben ihm verholfen zu einem tiefen Nickerchen. So für den ewigen Schlaf oder so. Auf jeden Fall. Oh, guck mal, wie der da schon liegt. Der ist doch bereit für deinen langen Stab. Sollst du ihn nicht verprügeln, du sollst ihn penetrieren. Guck mal, da ist schon ein Mann, der sich dir hingibt. Hier ist eine blutige Hand. Da hat wohl jemand seine Periode sauber gemacht. Okay. Hä? Warum lockt uns die blutige Hand hier hin? Ist doch dumm. Ja, zum Hochklettern. Ja, aber warum war dann auf der anderen Seite auch eine blutige Hand auf dem, beim Wasserfall? Zum Hochklettern, denke ich mal. Beim Wasserfall zum Hochklettern. Würde ich mal behaupten. Warte mal, das gucke ich mir mal an. So, Justin ist am League of Legends zocken. Er ist mal wieder komplett still. Hier kann ich nirgends hochklettern. Doch, doch, kannst du. Oh, doch. Ah, okay, interessant. Okay, aber der Wasserfall ist echt dumm. Ja. Dass der mal da ist und mal nicht. Aber wer schreit denn hier so rum? Warte mal, hier ist noch was. Ich will zwar nichts sagen, aber jetzt ist es doch ganz schön hell. Hier ist sonst nichts. Gesellschaft da. Deo-Bombe. Warte mal. Mhm. Was haben wir denn hier alles? Ich habe da noch ein paar Waffen. Hä? Ich habe doch Waffenplätze gemacht. Inventar. 1, 2, hä? Fähigkeiten, Waffenplätze, hier habe ich doch. Ach, extra Plätze. Hier habe ich doch, hä? Das ist glaub Rucksack. Ah. Okay, 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 okay. Wurfwaffen. Verschiedenes. 8-mal mittleres Medikit. Ja, das ist okay. Bist du das? Ja. Nee, ich meine... Sag mal, bin ich doof? Habe ich nicht gerade irgendwen grunzen gehört? Ich weiß nicht. Hörst du das nicht im Hintergrund? Gut, doch. Muss doch irgendwas in der Nähe sein. Hier, der ist weg. Also, von da kamen wir. Nicht so schnell! Ich bin doch der Erkunder hier. Warte auf mir! Warte auf mir! Danke. Bitte. Wir sind hier lang, ne? Über die Brücke. Ja, genau. Aber sieht doch bestimmt gleich wieder was. Oh ja, Nagelbrett. Damit nagel ich dich gleich. Ja, ich glaube, wir sollten mit der Haltbarkeit der Waffen jetzt so rumspielen. Ja. Schiffsbrüchige. Da hinten geht's ab. Muss eigentlich selbst im Weg stehen? Ja. Warte. Komm, ich mach's mit dem Paddel. Einfach weil es ein Paddel ist. Ich hab mich umentschieden. Kleiner Lappen. Ach so.
Alter Schwede. Diese kleinen Geier. Warte, warte, da kommt noch einer. Hm. Hallo Mutti, komm mal her hier. Oder ist das ein Typ? Der weiß nicht, wo er lang will. Mann, nee. Kohle. Wollen wir dem mal helfen, ha? Ja. Der wird doch eh sterben, wenn wir ankommen, oder? Um was wetten, ne? Ja, so, weg mit den Viecher. So, dein Bein gehört jetzt mir. Das auch. Ah, machst du da mal wieder engere Bekanntschaft? Ja. Warte mal. So, was haben wir denn hier? Ich will mal gucken, habe ich noch irgendwas? Doppelklinge. 174, die eine Barbecue-Klinge macht, aber gut. Ja gut, das ist klar. Das Paddel ist schwach. Messingschlagring, 180, das schwache Eigenbaumesser. 180. Passt eigentlich. Fähigkeiten. Ich mache hier weiter bei Dingsbums. Haltbarkeit von Waffen. Ja. So. Wollen wir mal gucken, ob wir die noch mal... ob wir noch irgendwas looten können, bevor wir mit denen sprechen. Ja. Machen wir. Telefon nehme ich mit. Money? Okay. Hier oben ist eine Werkbank. Stufe 14. Ach so, ja, reparieren. Warte mal. Upgrade. Eigenbau muss er modifizieren. Bauplan genagelt. Zerbrechlicher Baseballschläger, der macht zweimal Tödlichkeitsdamage. Haltbarkeit. Wie kann ich noch nicht machen? Naja, kommt alles noch. Bei dir geht das noch? Naja, damit geht alles noch. Dritten kannst du Waffen modifizieren. Du benötigst einen Bauplan. Klingenwaffen mit Zoe.
Exotisches Stockmesser. Eigenbaumachete. Die klingt gut. I'm glad to see you. So, Eigenbaumachete. Super. Henrys Lager. Nee, ich würde gern die Waffen, die ich nicht brauche, würde ich gern verkaufen. Alkohol, den behalte ich. Den trinke ich selbst. Modifizierung, ja, das ist alles soweit okay. Also irgendwas kaufen. Wurfmesser, schlechtes Wurfmesser. Fackel. Oh, thanks, Heaps. Those monsters nearly caught me. Okay, gibt's wahrscheinlich nur Snacks zum Aufheilen. Ja, würde ich auch sagen. Dann sprech mal mit dem Trevor. Oh, Jesus. Ich dachte, das war's für uns. Wo zur Hölle bist du hergekommen? Aus deinem Arsch. We were on a ship and it capsized. So now it looks like we're fucked, same as you. But maybe if we keep those things from using the bridge, we can unfuck ourselves. You're not telling me anything I don't know. The bridge is our bloody weak spot. We've got some fences. Maybe securing the other entrances will slow them down. But I need you to put them up. Can you lend a hand? Klar, stell mir dir in die Zäune auf. I appreciate it. Schnapp dir die ausgerollten Zäune und stell den vor. Stell sie auf den. Okay. We gotta get these barricades up. Du bist doch so ein Idiot, ey. Warte, ich nehm sie weg. Oh mein Gott. Ja, alles gut. Ich komme übers Wasser wieder rein. So, warte. Ja gut, diese Zäune sind jetzt auch nicht unbedingt das Wahre vom Ei. Bereit? Die Verteidigung des Dorfes. Die will doch nur uns beitreten. Können wir die nicht als Brutmaschine behalten? Ich glaube nicht. Schade. Komm, die Mutti ist doch lieb. Money. Sag mal, kannst du mal aufhören, mich durch das halbe Dorf zu schicken? Ist ja schlimm hier.
Es geht, würde ich sagen. Es ist okay. Hast du zwei. Wie viel hast du für das Spiel bezahlt? Ich? Gar nicht. Ah, hast du es noch gekriegt? Ja, ja. Bloody hell, that was close. Struth. I was hoping it wouldn't come to that, but they would have overrun us. Now the fences are working, but you were right about the bridge. We need to. Zurück in die Realität. Es war alles nur ein Spiel. Spreng die Brücke. Welche Brücke? Ja. Nice. I heard the explosion. You blew the damn bridge? Was that really necessary? Oh, thank God you survived. Yeah, now I owe you something, motherfucker. Get up, you son of a bitch. Whoa, I owe whoa. You something too. Apparently you've all met. I know what it looks like, but I swear to God I meant you no harm. That operation was out of my hands. It was Serpo. So who was he? He works for a private concern. His superiors own my superiors, and they're the ones calling the shots. I'm sorry for what they did to you, but there's no way that he. What exactly are they doing here, Colonel? The rumor is they're trying to weaponize this. Es gibt Gerüchte, dass sie versuchen, die Seuche waffenfähig zu machen, um sie als Biowaffen einzusetzen, da ihr immun seid. Was? You did nothing to stop them. I'm a soldier. Ich bin ein Soldat. Ja, ja. Soldier, here's an order for you. Go fuck yourself. Just listen to me. Wenn ich das könnte, würde ich gar nicht mehr rausgehen. And I know the commanding officer. They have food, water, weapons, and a way off this bloody island. Last time we trusted the army, they threw us in a cage. Look, I understand how you feel, but we don't have much time here. This island, it's about to be nuked. Nuked? Yeah, we heard that same story on Benoit. Nuked? No bombs fell. Okay. Are you sure about Ach, that? Nuked. Das hört sich an wie Nut, mal komm schon. Ich hab auch verstanden. Das ist schon echt. Ich kann mir vorstellen, warum sie das Spiel verschenkt haben. Listen, I trust this asshole about as far as I can throw him. But if what he's saying is true, we should need to get off this goddamn island. Fuck me, man. So, Henderson it is then. If that's the case, then we're all coming with you. Right then. Let's move. Only five of us are immune, so some of us should stay and defend the camp, while the rest scout for a way out of here. Good. Let's get to it. Nur 15 Minuten, okay. But if you're lying to us, God help you, because we sure won't. Hey, come here. Okay, also optisch eine Wucht ist es jetzt nicht. Nee. Hat die gerade gesagt, ich soll kommen? Bitte nicht. So. Ich kann gucken, ob wir noch irgendwas reparieren können. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich hab noch 95%. Kraftlose Signalpistole könnte ich upgraden. Nee, bei mir ist. Hey, was gibt's denn hier Feines? Molly! Ich habe keine Ahnung, wo ich hier nicht die Mollys packen soll. Have you thought about checking the beach? Will you check on something for me? Postkarte? Have you thought about checking the beach? Will you check on something? Time is you and Hardy don't like each other. Du bist Hardy, ihr mögt euch, du und Hardy mögt euch, der Wichser hat mich nicht gefunden. Ich hab gerade so in einem Stück rausgeschafft. That's not gonna cause any problems for the rest of us, is it? We've got enough to worry about. Don't you worry your pretty little head about it. Just tell me how to get to Henderson.
The jungle's flooded from the monsoons, so I think the only way is by the sea. One of the other guys here is from Halai, and he says it's a fishing village. They should still have boats. Durch die Gegend zu rennen. Once you get one of them, it shouldn't be hard to reach Henderson. When are you leaving? Sure. Let's go. Good. The sooner you get to Henderson, the sooner we get out of here. As you can see, we each contribute to the team's safety and well-being with our own particular talents. If you bring us the right supplies, you can take advantage of our talents too. Kann ich mich bitte angucken, wenn ich mit ihr spreche? Barbecue-Klinge könnte ich upgraden. Aber ich finde, du findest noch bessere Waffen. Ja, die Machete nehme ich auf jeden Fall mal. Ist nicht schlecht. Ich dachte, du kennst das Spiel noch nicht. Ich dachte, wir zocken das jetzt zusammen. Okay, hier ist noch irgendeine Karte. Oder was? Oder ist es das Lager? Ja, nee, das ist ein Händler. Oder was meinst du? Nee, dieser Sextant oder dieser Dingsbums, dieser Kompass in der Mitte. Das ist Lager. Okay. Kalibrierte Nagelpistole. Na, nehme ich mal mit. Hier. Okay, der erzählt uns nichts. Ich will gucken, ob ich noch irgendwas kriegen kann. How could they let those bloody things get on the boat? Wurfwaffen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Können wir beide nichts? Okay. Ja gut, dann würde ich sagen. I need your. Is there something I can do? If I can electrify the fences, those damn things will fry when they run into them. Hey Andy. Wir haben gerade noch nicht lange angefangen. Komm in die Lobby und spiel mit uns gerne. I'll try. Und dann warten, würden wir tatsächlich noch auf dich warten, oder, Kai? Ja, ja, kann man machen. Look, we can't give up. Alright, I've gotten through everything else. I'll get through. Klingenwaffen. Oh, beeinträchtigende Klauen. Alter Schwede, ich hab so wenig Money. Muss noch installieren. Eieiei. Ja, dann auf. Ist ja nicht groß. Snack. Ist leer. So, ich muss mal gucken, wo man diese scheiß Quests... Hier, Quest, was haben wir denn hier? Geschenk des Himmels. Hey, wieso abgeschlossen? Nee, habe ich gar nicht. Geh zum Strand. Neuanfänge. Könnt eigentlich trotzdem weiterspielen. Okay. Ist wahrscheinlich sowieso schneller als wir mit dem Spiel. Und dann haben wir noch Dingsbums. Elektrisieren. Bauplan Blitz. Ich würde sagen, machen wir erstmal Geschenk des Himmels, oder? Ja, kann man machen. Okay. Ich hab nur keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Ah, du kannst hier rüberspringen. Okay. Wir müssen zu irgendeinem Strand gehen. Da waren wir bestimmt schon, weil wir es einfach sehen wollten. Wahrscheinlich. Wette ich mit dir. So. Jetzt habe ich dem einen Typen, der jetzt noch in meiner Wohnung liegt, 1200 Euro gegeben. Und habe eine gute Wohnungseinrichtung.
Oh ja, er war zu faul, das Zeug abzubauen. Hat gemeint, da geht eh die Hälfte kaputt. Weil er keinen Bock hat, das mitzunehmen. Und ich hab gedacht, ah ja, von mir aus. Und ich muss nichts neu kaufen. Dachte schon, was ist denn hier los? Ah, Kap. Hä? Was war das denn? Weiß ich nicht. Also eine Schönheit ist es nicht unbedingt. Das hat ja auch schon ein Jährchen auf dem Buckel. Sag mal, willst du mich verarschen? Wirf die einfach ihre Waffe. Bin ich gerade gestorben? Nee, ja. Oh, oh, ihr Hurensöhne, ey. Voll den Back, er hat voll den Sideflip gemacht. Diese kleine Ratte. Aber dass man es gratis bekommen hat, ist es okay. Ja, klar. Aber Geld oder beziehungsweise viel Geld würde ich dafür nicht ausgeben. Habe ich gerade selbst verbrannt? Ja. Ich habe keine Ahnung, was du mit der Alten gemacht hast, aber du hast sie ordentlich besorgt. Das hat man gehört. Wieder Feuer und Flamme. Ja, auf jeden Fall. Ja, und was sollen wir jetzt hier in diesem Dorf? Ich habe keinen blassen Schimmer. I know it's here somewhere. Kann hier aber nichts mitnehmen, ne? Ein kleiner Schlauch. Da hat meine Dame die wohl mal ganz kurz in die Hose gegriffen. Mit einem kleinen Schlauch. Ich gehe ins Discord, wenn es fertig installiert ist. Alles klar. Ja. Warte mal, da müssen wir noch gar nicht lang. Warum haben wir jetzt... Hä? Ich verstehe die Quest nicht. Ah, der grüne Bereich, da müssen wir hin. Das ist die aktive Quest. Suche in dem grün erforschten Bereich auf der Minimap nach deinem Missionsziel. Stimmt, okay. Wir sollen hier am Strand hingehen. Da ist noch was. Alright, I've got it. Ah, hast du gefunden. Ja. Okay. Warte mal, hier gibt's noch eine an... Ich habe noch mehrere Quests. Jojo.
Geschenk des Himmels. Suche, gehe zum Strand. Suche am Strand nach Vorräten. Verstehe. Wo gehst du? Gehen wir erstmal hier lang. Ja, folg einfach dem. Folg einfach dem, der das Bild überträgt. Okay. Deswegen waren ja auch so viele Viecher. Jetzt mit dem Schuh draus. Hier ist ein Poppy. Ah, hast du gefunden? Ja, das waren Dosen. Ich wollte gucken, ob ich dann noch ins Haus rein kann, aber ist okay. Dann müssen wir wieder zurück hier zu dem Strand. Einfach mal den Arm abgehauen. Weil die Leichen haben Kohle, ne? Ja, ja, auch nicht bei mir gerade. Warum greifen die mich an? Du hast mit denen den Tango getanzt. Grünen Bereich nach Zeug. Lass mal wieder hier vorne. So, bestimmt hier. Yes. Hab ich. Ja. Was, Wasser. Wasserflaschen. Warte, ich habe noch was gefunden im Inventar. Eigenbaumesser, Schadenanrichter, Eigenbaumachete. 300 Damage. Messer macht 205. Ja. Der macht 250. Pistole. Nagelpistole brauche ich tatsächlich, glaube ich, nicht. Aber ich habe halt auch nichts. Ja, mach ich mich mal voll hier. Ja. So, Team. Sambi, aktuelle Profil ansehen. Okay, okay. Abstimmung starten. Komm, wir machen jetzt eine Abstimmung 1:1, dass wir dich aus dem Team schmeißen. Ganz genau. Ich brauche aber mindestens 51%, damit das durchgeht. Weiß ja nicht, wo wir hier lang laufen, aber ich will hier mal lang. Ach, hier war dieser. Ah, verstehe. Ja, ja, komm, ist egal. Ich glaube, im Endeffekt ist es nur eine Mail, wo ein Schuh draus wird, dass alles miteinander verworren ist. Oh, guck mal, da sind wieder die RTL-Zuschauer. Ja.
komm, in den Arsch, Alter. Bam! Ich hab ja die Ritze erneuert. Warte, warte, lass mich dich heilen. Na, Tittchen? Wo kommt das denn jetzt her? Ja, gut, dass sie halt einfach random hier irgendwo spawnen, ist halt auch irgendwie. Mhm. Ich hab mir gerade ein bisschen Verband auf die Titten gemacht. Das war lustig. Warte mal, bitte ich mal. Mal was gucken. Oh, schade. Ich dachte, ich könnte, ich mal in die Spalte gucken. Nicht zu sehen, hä? Nee. Daran haben sie gedacht. Was ist denn so warm? Ich hab doch die Tür. Lass ich schreien, lass ich schreien! Oh, herrlich. Ah, lass uns zurück ins Dorf gehen. Ja. Lauf, lauf, lauf! Ich kann nicht an dir vorbei, wenn du an der Brücke stehst, ne? Nee. Das ist nicht so geil. Warum hast du so wenig Energie? Zu heilen. Bist du faul, dich zu heilen? Habe ich auch noch nicht gehört. Ich bin zu faul, zum Doktor zu gehen. Ich gehe mit dem Mein Bein hängt nur noch an einem seidenen Pfahl. Ich gehe trotzdem zur Arbeit. Das ist meine Einstellung. Ein ganzer Respawn. Normalerweise müsste ich eigentlich hier reinkommen. Übers Wasser. Ja. Kann ich überhaupt noch schwimmen? Metallschrott. Magnet, okay. Ah. Warte mal, du hast doch Dingsbums gemacht, oder? Schloss knacken. Hier ist eine Truhe. Schalt dir den Rücken frei. Die Kacklappen da oben sehen nichts. Spieler ist beschäftigt. Nee, ich hab Schlossklappen noch nicht gemacht. Bitte? Schlossklappen habe ich noch nicht frei gemacht. Was hast du eine Folge gemacht? Was hast du gemacht? Raserei. Ja, aber wir haben doch gesagt, während ich Reparatur mache, machst du Schlossknacken. Das kann ich beim nächsten Mal machen. Ja, wo hast du denn deine ganzen EP reingeballert? Raserei? Alles nur eine Raserei. Ja. Boah, Junge. Bei aller Liebe, aber es war ein bisschen dämlich. Du musst ja zugeben. Na gut, ich denke mal, wenn wir jetzt die eine Quest abgeben, dann kriegen wir genug EP. You need to find out.
bless you. Bless you. We will survive a bit longer because of you. That's it. Dankeschön. I can make you a good help if you bring me candy. Gewinnen, weiß ich tatsächlich nicht. Oh, Kills und Unterstützung. EP, jawohl. Du machst jetzt Schlösser knacken, mein Freund. Haben wir uns verstanden? Ja. Hast du einen Punkt? Fehlt noch ein. Dann kann ich machen. Bitte? Fehlt noch ein Punkt. Oh, komm schon. You're on your way to Hawaii for a boat? Let's just hope that the monsoon didn't wash away. So, ich würde tatsächlich gerne mal gucken, ob ich noch irgendwas verkaufen kann an wem, aber ich glaube, das kann ich an jedem, ne? Verkaufen. Oh. Kraftloser Messingschlagring, ja, der kann auch weg. Schwaches Stockmesser, Paddel kann weg. Dann habe ich nämlich nur die Waffen, die ich benutze. Das ist ganz gut. Oh, Polizeiknüppel. Großer Nagel. Da fragen wir das mal nicht. Paradise is a good place for now. But we need to start thinking ahead. I can make you a good, healthy meal if you bring me canned food. Okay, wir haben einen Händler weniger. Der ist bei dir aber auch gerade dabei, die Theke abzurammeln, oder? Ja. Okay. Ich dachte, ich bin der Einzige hier. I can make you a good, healthy meal if you bring me canned food. Konserven. Feldküche. Chimander möchte Nahrungsmittelkonserven, um für dein Team zu kochen. Oh ja, machen wir doch mal. Wait until you try what I'm making. All your hard work will be worth it. Okay. Schnelle Reise. Okay, wir haben noch nichts. Nee. Oh. Hä? Hast du die Machete da reingesteckt? Nein. Warte mal. Entkräfteter Fleischklopper 205. Kraftlose Übermachete. Kann ich eigentlich verkaufen? Ja. Oh, warte, warte, warte. Die bewegen sich, glaube ich, nicht mehr, oder? Nee. Nee, nee. Alter, die Machete ist teuer. Die hat richtig Geld gegeben. So, ich will jetzt hier hoch nochmal zur Werkbank. Upgraden. Kalibrierte Nagelpistole, Signalpistole. Okay. Eigenbaumachete. Weiß ich halt nicht, ob das Sinn macht. Du brauchst ja nur Geld dafür, ne? Ja. Dann eigentlich, warum nicht? So, jetzt wollen wir mal gucken, was wir denn für eine Quest haben. Ja, Neuanfänge brauchen wir nicht. Machen wir erstmal die Feldküche. So, die Frage ist, wo ist denn jetzt... Sag mal, bin ich blöd? Wo finde ich denn diese Scheiß... Habe ich denn keine Karte? Hier. Suche 5 Autobatterien. Two Sisters. Hä?
Two Sisters, was ist denn das für ein Müll? Bungalow? Frage bezüglich des Boots herum. Ja, ich will doch nur gucken, wo diese scheiß Feldküche ist. Warte mal, erstmal, was sagt denn die Mission? Gucken wir mal. Bringe Camilla Nahrungsmittelkonserven. Ja, hab ich doch, oder nicht? Hm. Wahrscheinlich eher so eine schleichende Quest, die man irgendwann miterledigt. Ah, fortlaufende Ereignisse. Okay, ja, dann macht das keinen Sinn. Okay. Elektrisieren. Suche 5 Autobatterien. Und Frage bezüglich des Boots herum. Ja, machen wir die Neuempfänge schon nochmal. Ich habe so das Gefühl, die Autobatterien, die finden wir im Laufe der Story so ein bisschen. Hallo. Hi. Guten. Ich muss erstmal den Prolog des Spiels spielen, dann kannst du mit uns zocken. Ich weiß. Ah, okay. Ach, Mutti, was ist los? Aber ich habe hier gerade Zombies geschlachtet und im Hintergrund erstmal voll der Affe am Upracen. Oh, was gibt's denn hier Feines? Money, money, money. Inselführer, okay, das ist gut. Oh, wir haben Auto. Wollen wir laufen oder wollen wir mit dem Auto fahren? Ah, nee. Das ist erst ein bisschen laufen, die Gegend zu erkunden. Wenn der Andi dabei ist, dann können wir dann... Yo. Warte mal, hier oben. Gas und Öl. Aber mal machen. Naja, ob das so eine gute Idee ist. Also die Beine von der Ollen konnte ich nicht weghauen. Ach, alter Mann. Was ist los? Alter, der hält einiges aus. Das ist ein Boss. Aber Kohle hat er nicht gegeben. Ah, hier lebt noch einer! Das sagt mir das doch mal ein. Oh, irgendwas Schweres. Warte, warte, warte. Ich bin auch noch nicht so ganz durch. Ich hätte ja auch was nehmen können. Ja, daran habe ich auch gar gedacht. Ja. Sollte vielleicht nicht mit der brennenden Klinge in der Gasstation rumeiern.
reparieren. Das ist ja easy. Ist ja gar nicht so viel. Oh, schwerer Morgenstern. Upgraden. Die ist fertig. Kraftlose Signalpistole. Ich glaube, das lohnt sich, die abzugraden. Genagelt. Morgenstern. Na, ich weiß nicht. Der macht dann das Ding ein bisschen haltbarer, aber irgendwie fühle ich es nicht. So, gucken wir mal. Hier ist auch noch was. Oh, Körperschmerzmod. Ich hab so einen Schmerz in der Rosette. Tonfa, Schaufel und Klinge. Okay, ja, dann hat sich das erledigt. Au! Fuck. Ich hab keine Heilung mehr. Hast du noch was? Warte. Ich hab zwei eben an dir vergeudet. Oh, danke schön. Vorsicht, die ist, ja. Ja, geht doch hier rum. Ja, hier kannst du schon vorbeigehen. Ich bin nur wie ein Idiot reingelaufen. Da ist eine Tür offen. Ach so. Doch. Bin echt so blöd. Oh, Christ, thank you. I thought I was never gonna get out of here. Here. Bist du sicher, dass du noch... Alter, der hat Augen. Wir müssen aber zusammen Blood and Bacon spielen. Das ist auch so ein richtiges Müllspiel. Warte mal, hier gab es auch noch irgendwas. Sind wir hier? Ah, es ist ein Lunch. Das war dumm. Oh, leck mich doch. Oh Jörg, was ist das? Alter Schwede. War das ein Dungeon oder was? Ja, ja. Du bist doch ein Idiot, ey. Dann sei, dass du einen Molly hier reingeworfen hast. Ich packe hier damit fest, kann nichts machen. Das ist ja dumm. Ich dachte schon. Hab mich schon gewundert, warum du mich hier allein lässt.
Das ist nicht so geil, dass wir da jetzt rum. Ich kann nichts machen. Ja, ich weiß. Ich kann aber auch nicht zurück. Vielleicht kann ich in meinem Inventar ein paar Wurfwaffen platzieren. Ja, machen wir mal die Raserei, warum nicht? Oh, komm schon. Jetzt geht's los. Das ist eine miese Drecksau. Deswegen sind die alle wiedergekommen. Ich bin relativ schnell im Arsch. Oh, der hat gesessen. Achtung, bleib zurück. Ich bin gleich tot. Oh, komm schon. Ich kann halt auch meine Sachen nicht nehmen, ne? Ja. Oh Mann, diese Hurenficker. Danke. Das sah schon lustig aus. Alter. Alter, wie wir einfach mal keine Waffen haben. Thank you.
eigentlich gewesen sein, oder? Ja. Alter Schwede. Oh, komm schon. Kommen Sie da durch? Ja. Alter, voll weggefetzt die Alte mit der Falde. Die habe ich von außen klatschen können, tatsächlich. Andere Seite noch. Ich glaube, das sind noch ein paar. Die konnte ich so nicht kriegen. Zwei Fähigkeitspunkte habe ich. Messer. So, Stimmungsverstärkung versteckt Fähigkeit, die mit Schaden Durchschlagskraft gemacht sind. Okay. Stehst nach einem Niederschlag schnell auf. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Ohne XP. Komm. Schlösserknack machst du. Ich hab's repariert. Ja. Ich hoffe, wir leveln hier für uns beide. Mal, ja. Kann sein, dass dein. Warte mal. Ah, ne, es ist deine gleiche. Es ist dein gleiches Outfit. Ich dachte, das würde Schaden nehmen. Warte mal. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen die Kamera. Ich kann mich nicht mehr nach vorne beugen, um das Spiel zu genießen, ohne dass man mein hässliches Gesicht nicht sieht. So, jetzt. Ich glaube, können wir? Ja, hier können wir wieder raus. Ist aber komisch, dass ich erst rein kann, konnte und du nicht. Respawn. Ach, Mutti, was ist denn los? Alter, die haben jetzt zerfetzt. Guck mal, ich habe das Gefühl, dass es hier noch Respawn gibt. Ja. Oleander. Ah, hier geht's weiter. Warte mal, was ist denn eigentlich unsere Aufgabe? Neuanfänger. Frage bezüglich des Boots herum. Ja, stimmt. Upgraden. Nagelpistole. Oh, starkes Hack. Oh, starkes Hackmesser. Draht habe ich gefunden. Okay. Frage wäre.
Frage bezüglich des Boots herum, aber wo? Naja, gehen wir mal ins nächste Fischerdorf. Mal gucken, was wir da so finden. So, ich wäre jetzt fertig mit dem Prolog. Au. Warte mal, kann ich jemanden einladen? Kann ich schon. Einladen? Du bist fertig. Dann hauen wir dich mal dazu, ha? Es hat nur die Frage, wo spawnst du? Musst du uns nur Bescheid geben, ne? Ich müsste eigentlich in der Nähe von euch spawnen, eigentlich normalerweise. Ich kenne das Spiel nicht, ich spiele das heute zum ersten Mal. Ja. Es ist aber nicht so lustig mit Dead Island 2. Oh, wenn das einen Multiplayer-Mod hat oder gibt, dann müsst ihr euch die PlayStation 5 und das Spiel holen. Es führt kein Weg dran vorbei. Aber da sind noch ein paar. Boah, ich hab so Bock. Warte mal, wir müssen erstmal warten, ob er. Ach, Mutti. Yeah, I bet that fucking hurt. Vielleicht ein Luftstand da oben. Heads up! Warte. Ah! Hallo, Chica! What the fuck? Fuck, Andi, was hast denn du dir gegönnt? Siehst du gerade, wie du aussiehst? Du siehst nicht aus wie eine Zombie. Ja. Du siehst aus, als wärst du die Zombie-Dame. Ich fress den Männern den Sack nur so vom Leib. Entschuldigung. Wo kommt das denn jetzt her? Au. Wir machen jetzt Leichensalat. Einfach so, weil wir es können. Der hat jetzt Zitronensaft in seiner Hose. Das klang falsch. Bisschen. Komm, steigen ins Auto ein. Mir geht jetzt Jungs aufreißen. Seid ihr drin? Ja. Ja. Alter Schwede, das Fahren scheiße. Ach Mutti, was ist denn los? Alter Schwede. Fuck. Warum nicht gleich so? Warte mal, hier will ich noch aussteigen. Dinger. Die Leichen können wir ja wegen Geld looten. Oh, Klingenwaffen, Fertigkeitsstufe 3. Geilo. Ich will nämlich das Geld nicht unbedingt verschwenden. Das sah aus, als hättest du gerade irgendwas, irgendwas Blutiges zum Essen in der Hand. Weiß zwar nicht, was du da machst, Kai, aber. Ja. Brutaler Morgenstern. Steigt ihr ein? Wollt ihr einsteigen? Ja, ich bin drin. In meinen süßen Shows. Ich auch. War halt mit offener Beifahrertür. Warum dann auch nicht? So. Ach, warum nicht?
Level im Vorbeifahren. So, jetzt kommen wir aber hier raus. Weil die Zombies, die töten dich ja, weil sie dich fressen. Meine Frage ist, was macht dann so ein Zombie-Opa, der ein Zombie wurde und seine Titten verliert? Der kann ja dann theoretisch nur noch an dir rumlutschen. Das hört sich falsch an. Waren die Jungs euch nicht gut genug, Mädels? Kann ich verstehen. Heutzutage gibt's einfach keine echten Männer mehr. Das wäre doch mal was für die Juna. Drei Mädels, die sich einfach mit Jungs prügeln. Ich glaube, wir haben hier nicht viele Leute zum Herumfragen. Kann aber auch sein, dass es hier noch eine Autobatterie gibt. Ich esse lieber ein paar Früchte. Ah, cool, hast du Autobatterie gefunden? Ja. Der Typ hat sich bestimmt zu Tode masturbiert, da ist in der Schädel geplatzt. Ja. Obwohl, er hat Bücher, also er scheint ein bisschen Bildung zu haben. Ich würde mich ja um meine Switch klammern. Abgenutzter Stock. Warum stehst du hier mit einem abgenutzten Stock, Adriano? Mit dem kurzen Kleid habe ich ein ganz komisches Gefühl. Ja. Ich habe mir ein Messer in der Hand. Ja, ich weiß, aber bei dir in der Nähe lag ein abgenutzter Stock. Und das sah halt lustig aus. War halt lustig. Worst vacation ever. Worst vacation ever. Ich hab noch eine Autobatterie gefunden. Ja, wie viel haben wir denn jetzt insgesamt? 3. Alle, wir haben alle wirklich. Hier steht, nee, suche nach 5 Autobatterien. Aber hier steht nicht, wie viel wir haben. Ich hab 2 gefunden. Dreimal Alkohol. Modifizierung, Sammlerstücke. Questgegenstände, 3 Stück, ja, 3 haben wir. Gibt es bestimmt noch 1 oder 2. Was zum Geier war das? Doch, Alter, dieser Schrei war nicht normal. Oh, habt ihr schon geklärt, Mädels? Ja. Okay. Müssen wir jetzt 4 haben, ne? I don't know. Esst noch ein paar Früchte, die geben Energie. Maybe I'll find something useful. Für Schreie, Mann. Da zieht sich mein Penis zurück mit so einer Rosine. Mein Fehler. Da oben geht Party ab. Da ist bestimmt eine Autobatterie drin. Yes.
Wesentlich besser als gedacht. Gefühl, wenn du da die Tür aufmachst. Warte, warte. Du musst eine Tür aufmachen. Ich mache Kanister. Toll. Jetzt. Warte. Watch it. Jetzt, jetzt schieß, 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 schieß. Okay. Alter Schwede. Der ist geplatzt wie ein vollgesaugtes Tampon. Wer hatte hier eure Tage, Mädels? Ich nicht. Sicher. Du bist so rot im Schritt. Du auch. Ja, ich immer. Oh, komm schon. Einbrecher Stufe 3. Ich hab nur 2. Kannst du mal bitte damit aufhören? Das macht doch... Das hab ich nur schon weggemacht. Inventar, warte mal. Genau. Abgenutzten Stock. Den lasse ich hier liegen. Na gut, okay. Dann müssen wir zurück. Wir müssen zurück ins Dorf. Ich muss Sachen verkaufen. Sonst macht es keinen Sinn, wenn wir weiterfahren. Ja, erstmal gucken, wie viele Autobatterien wir tatsächlich haben. Da fehlt noch eine. Ich hab's. Okay, I've got all I need. It's always worth taking a look. Okay. Ich glaube nochmal gucken, ob wir noch ein paar Früchte essen können. Dann können wir nämlich das ein oder andere Medikit sparen. Ja. Eher so ein Zombie-Prügler, ne? Kann ich nicht einfach reinspringen? Oh, komm schon, dass das nicht geht, ist traurig. Ach, geht doch. Ich war ja schon dran. Okay, das ist interessant. Aber dann hier. Reparieren. Upgraden. Ja, das passt ganz gut. Ich habe das Gefühl, dass es scheißegal ist, was wir machen. Ich habe das Gefühl, dass auch wenn der Kai jetzt hier die Truhen öffnen würde, dass wir beide die nicht öffnen können. Also im alten Teil war das so. Das bedeutet jeder Level für sich oder was? Ja. Echt? Okay, also wir wollen schon. Also wenn der Kai jetzt zum Beispiel so eine Truhe aufmacht, kann ich die nicht looten, weil ich sie nicht öffnen kann. Muss noch rausfinden. Okay. Fahren wir erstmal zurück. Ja. Nehmen wir hier das Auto. Komm. Ich bin drin. Ganz los. Seid ihr beide drin? Ja. Ja. Wir müssen erstmal Waffen verkaufen. Sonst macht das keinen Sinn. Und erstmal überfahren. Hallo,
später. Jetzt nicht. Au. Entschuldigung. Ich hätte nicht gedacht, dass die einfach durchs Auto hauen können. Raus, Mädels. Wir müssen den Jungs erstmal zeigen, wer hier den Lümmel hat. Oh, leck mich doch. Die Wand an. You're on your way to Halai for a boat? Let's just hope that the monsoon didn't wash away the marina, or we're not going anywhere. Thank God you verkaufen. So, was haben wir denn hier? Das kann weg. Okay. Mal, wen mussten wir denn Elektrozäune? Das war doch diese eine Short-Tussi mit diesem. Hier vorne, hier war das. Die Zoe. Hä? Wir haben doch fünf elektrisierend, ja. Suche zwei Elektrogeräte. Ah, oh, noch mehr! Oh ja, klar, natürlich. Also ich glaube, Geld ist hier echt kein Problem. Moment. Noch. So. So, dann will ich mal was gucken. Inventar ist eigentlich gut leer. Von den Waffenplätzen her. Es ist nur schade, dass es nicht drin steht, ne? Wie viel Platz man hat. Machen wir erstmal die Hauptquest ein bisschen, oder? Ja, das ist okay. Das eigentlich. Ja, ich hab halt bei Final. Kommt ihr, Mädels? Ja. Ich nenne euch Mädels und möchte erniedrigen. Jetzt krieg ich morgen aufs Maul. Twitter brennt. Ich weiß nicht, was der Kai macht, aber der, ich glaube, der ist noch ein bisschen mit sich selbst beschäftigt. Immer. Hab ich gerade gehauen? Riech an meinem Fuß. Fuck. I need to rest. Alles wartet auf den Kai. Hast du denn genug Rouge drin? Genug Make-up, Lidschatten, Puder? Gut. Weißt du, anstelle sich einfach ganz entspannt anzuschleichen. Okay. For 7 days. Alter, was stöhnt ihr denn da rum, wie so schwer bewaffnete Kampflesten? Den kauft ihr auch das Spiel. Spiel mit.
Macht er eh nicht. Nee. Hat er nicht Jaja dazu. Er sieht so trashig aus. Gebe ich kein Euro aus für. Tut auch weh. Weiß nicht, ob ich hier lang will. Grünes Wasser ist immer gefährlich. Obwohl, ich weiß nicht. Lass uns mit dem Auto weiter zur Quest fahren. Aber ich will mal gucken, ob wir hier reinkommen. Das sieht auch interessant aus. Wer ist das? Hier rum gerade irgendwann. You have some spell gas. I'm here. Hello, pardon. Hallo, pardon. Oh, der kleine Franzose getrappt. Au. Au. Yes. Oui, oui. Hallo, pardon. Oui, oui, mon chéri. Oh, wir stehen uns hier mal wieder voll im Weg. So dämlich. Ah, a friendly soul. Listen, mon ami, I have got a business to run. You know, I cannot leave my goods unattended. Alter, der hat so are you open for business? No, I need fuel for my generator before I can open my marché. Can you help me? Okay, no worries. Ja, komm. Très bien. Here, take this canister. There is a fuel storage nearby. If there is no fuel there, go to Malik's Marina. Bring me the fuel and I promise to open my business. Okay. Oh. Ups. Woher hast du die Munition? Ich hab noch ein bisschen gehabt. Was? Was? Mit den Leuchtfackeln. Hab ich gerade mit dem Hammer. Ja. Ich habe halt keine Heilung mehr. Das ist, glaube ich, ein großes Problem. Was zum Geier war das? Wir haben beide wieder. Wir haben die auch eine Frage. Ah, er macht gut Damage. Ja. Ach, das ist der brutale Morgenstern. So, der macht viel. Ja, so viel Damage macht er jetzt auch wieder nicht. Warte mal, wie mache ich die Taschenlampe an? Let's go! Weiß noch. Ah, mit dem Steuerkreuz nach unten, okay. Das ist doch kein so, feuriger Ausverkauf. Fülle den Benzinkanister. Okay. Das war dumm. Gibt's ja mal wieder Respawn, sobald wir die Gegend verlassen. Ja. Müssen wir überhaupt lang? Achso, wir haben ja Neuanfänge gemacht. Okay. Vorsicht! So, da habe ich das Armtattoo vom Arm geschnitten. Wir haben jetzt unser Auto verloren. Aber es passt schon. Alter Schwede. Ich
bloody shit here. Ah, wo kommen die denn auf einmal her? Mädel. Aber auch wenn den Arm zu prügeln, der ist schon tot. Hoffe ich. Ja, wenn wir nicht wissen, ob er tot ist. Auf schlafen sei auch nicht. Ah ja, hier gibt's noch ein paar Früchte, super. Also wird respawned. Ich will mich jetzt nicht mit den Viechern unbedingt anlegen. Was hier schläft, darf hier schlafen. Au. Wo seid ihr denn? Ach, da hinten. Wir haben nur noch hier drin. Seid ihr wieder mit den Jungs am Kuscheln? Ja. Na, okay. Das kann ich euch leider nicht verwehren. Wieder. Nee. Wir sind doch fast alle tot. Ach, der macht gleich Bumm! Oh, leck mich doch. Kai, du bist meine Rettung. Das ist... Ja, hier wird doch schon alles ausgelootet. Taking a look. Okay. Hier ist eine Konserve. Warum kann ich die nicht mitnehmen? Ja komm, lass uns weitergehen, sonst merken wir gar nichts mehr. Ich fress mich hier noch ein bisschen voll. Warum kann ich nur Äpfel essen?
wir müssen so vor Gesundheit strotzen, so viele Äpfel, die wir gefressen haben. Wie, die sind schon wieder da. Also ich hätte gedacht, dass du wenigstens ein bisschen entfernt sein musst, aber... War ja fast gar nichts. Ich bin mal kurz zum Nachbarn gegangen. Da wollen die mehr. Kriegen wir noch einen Hals nicht voll genug. Guck mal, wie sie hier geiern. Loot, 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 loot. Junge, wie im Ausverkauf. Ist das hier erst offen für euch? Ja. Ah, okay. Also muss ich doch nichts in. Also das war für mich offen. Nicht gut. Das ist tatsächlich gut. Weil da muss ich nämlich nicht in Schlösser reinstecken. Erhöht die Ausdauer. Oh, das ist auch nicht schlecht. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade lang gelaufen bin. Aber okay. Ich bin gerade mit gespreizten Beinen in mein Gesicht gesprungen. Müssen wir nicht. Hä, wo müssen wir denn lang? Ja, doch, hier lang. Könnten wir lang. Warte, hier ist noch was. Schatzjäger. Interessant. Alter, hat er mich erschreckt. Ist gar nicht so taktisch, ne? Einfach mit dem Messer rumlaufen und alles abschlachten, habe ich das Gefühl, ist so... Oh nein, Waffe ist zerstört. Fast. Ja, genau, der Koch ist ein Boss. Ja. Also das sah aus, hättest du dem einfach in die Eier getreten. Aus Prinzip. Ja, nimmt euch auch nochmal einen Apfel. Hm.
müssen irgendwo eine Werkbank finden. Aber hier soll eine sein. Komm schon. Das war dumm. Alter, ich hab viel zu viel Geld verloren. What the heck? Danke. Ich weiß nur nicht, ob ich es wieder einsammeln kann, aber 1200 ist schon eine Menge. Das ist gleich Prozentzahl halt. Ah, das macht es nicht wirklich Sinn, so viel zu sammeln. Ne. Braucht doch einfach nur eine fucking Werkstatt. Ah, hier oben. Gucken wir mal, was haben wir denn hier? Morgenstern 219. Langschreitkolben. Okay, das ist das gleiche. Ich dachte schon. Ausbalanciertes Wurfmesser. Stern, ja, kann man mal machen. Modifizieren, nein. Oder? Nee, würde ich nicht machen. Warum nicht? Der Morgenstern kann man doch modifizieren. Dann kannst du doch die Waffen, aber verbraucht den Dingsbums, Bauplan, ne? Ja. Ah, das ist also so ein einmaliges. Ja, genau. Genau, die sieht ja vor allem sehr vertrauenserweckt aus, die Blondine da. Die würde ich nicht wählen. Ich hatte mal eine Klassenkameradin, die genauso aussah. Und es war eine richtig hässliche Schlange. Also nicht hässlich, aber die war widerlich. Alter, was geht denn hier ab? Die denn auf einmal alle her? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was wir machen müssen. Ich hab schon wieder dieser Koch. Ne, der. Doch, der hat auch respawned. Au. Hey. Hat er mir gerade... Alter, hat mir gerade die Nase gebrochen, der Ficker. Yeah.
weiß nicht, wo wir lang müssen. Müssen wir, ich weiß es auch nicht. Hier, Frage bezüglich des Boots herum. Ach. Hä? Aber bin ich jetzt hier durch... Oh, leck mich doch. Also laut Map müssen wir irgendwie so Richtung 60 Meter Richtung Süden. Alter Schwede. Hallo Zelt. Oh, Entschuldigung. I need to take a breather. Oh, leck mich doch. Vielleicht sollte ich öfters mal Raserei machen. Also das Ziel müssen wir hier lang. Ja. Schon wieder. Es wird, ich weiß nicht, es wird nach einer Weile schnell eintönig, um ehrlich zu sein. Ja, ja. Weil du machst eigentlich nichts anderes, außer einfach nur von Map A nach B und Zombies kloppen. Ja, klar. Und das Super Story hat es tatsächlich auch nicht wirklich. Nee. Also für einen netten Zeitvertreib. Halt alles eintönig, egal was du machst. Die Story holt mich jetzt auch nicht so ab. Ne. Ja.
boat. The inland marina might still have some, but it's been overrun. Everyone there was killed. If you survive long enough to find a boat, you can use it to cross the lagoon. There's a road over there, and it leads to Henderson. All the boats are gone, Harlow. Shit, now what do we do? They told me there's a road to Henderson, but it's on the other side of a lagoon. I'm heading there now. All right, good luck. Now get the hell away from here. Also, 200 Meter nach Norden. Ja. Ein Fischerboot, Fischer doch ohne Boot. Also hat mir Seven Days mehr Spaß gemacht, wenn ich ganz ehrlich bin. Find something useful. Great holiday, isn't it? Suche Drogen für Suche Drogen für Bruce. You know what I'm talking about. The white stuff. White powder. The kind you, you know, put up your nose. Bring me a few bags and I'll give you all the cash I have. Our dealer lived close to what? Absolutely. So, Schnee im Dschungel. Das ist so dumm. Hat nichts Besseres zu tun, als ich. Ja, komm. So. Bleiben wir da. Weiter hier in diese Richtung. So. Können hier hoch? Also ich sag's mal so, die Location ist okay. Die haben sie gut gemacht. So ein bisschen in den Tropen und alles so urlaubsmäßig. Das ist gar nicht schlecht. Aber dieses eintönige Gameplay... Wir müssten eigentlich nochmal zurück in die Dingsbums. In unsere Basis. Mal gucken, ob wir uns noch ein paar Dingsbums holen können. Keine Ahnung, warum du noch eine tote Leiche verprügelst. Also, ich komme hier nicht hoch. Ist
Kai, wie bist du da hochgekommen? Hochgesprungen. Ich muss hier von der Seite so ein bisschen hoch. Ja. So, hier müssen wir irgendein Boot suchen. Am besten in der Tüte. Der einzige Schwierigkeitsgrad hier ist Dingsbums. Ist dass die Viecher einfach irgendwann schwerer werden. Ja. Und wir können dem entgegenwirken, indem wir einfach mehr Damage machen. Es ist Spaß für einen netten Abend, aber viel mehr würde ich da jetzt auch nicht rein investieren. Oder so kommen wir einfach von irgendwo. Das ist so blöd. Ja, danke. Scheiße. Motorteile. Okay. Och nee, ey. Oh, danke schön. Was ist hirnlos? Wer ist hirnlos? Ich immer. Oh, leck mich doch. Wir müssen zusammenbleiben, Leute. Du bleibst doch vor. Ja, weil ich am Suchen bin. Auf einmal wart ihr weg. Keine Ahnung, wo ihr seid. Da. Ist doch, ich hab's auch gefunden. Aber hier oben will ich nochmal lang. Da oben wartet jetzt bestimmt ein Boomer oder so. Hier ist eine verschlossene Truhe mit Stufe 2. Okay.
Was? Wo? Mit Stufe 2? Ja, hier vorne. Also hier hinten. Warte, warte, ich muss erstmal gucken, wo er rumgammelt. Ah, hier. Cheers. Cool. Kräftiger Schraubenschlüssel. Ja. Haben wir wahrscheinlich alle bekommen. 256 benötigte Stufe 24. So, die Frage ist nur. Kraftlose Signalpistole. Ja, dafür brauche ich erstmal ein anderes. Jetzt vergehen? Pass auf! Oder ne, das ist jetzt. Oh, fuck. Ja, du musst sagen, was du vorhast. Ja, das, der war schon fast tot. Unsere Kommunikation. Sagen wir es mal so: Unsere Kommunikation ist sehr auf ein Minimum begrenzt. Ja. You ugly bugger. Was meint ich denn mit Bagger? Achso, ja, ich dachte schon. Er will mich töten. Du kommen? Oder willst du noch was machen? Wer fährt? Ich nicht. Ach, der Motor fehlt. Oder? The boat is in one piece, but no. Do I really need to find the engine now? Ah, wir müssen das Boot durchsuchen. Warte, warte, warte. So, jetzt. Money, money, money. Ich muss mal Money wieder. Neuanfänger. Du hast aber auch nicht mehr viel Leben. Ja. Oh, das ist dumm. Dass das nicht geht, das haben sie alle. Ja, ne. Ich weiß auch gar nicht, ob man hier überhaupt kann soll. Ne, wissen wir auch nicht eigentlich. Also, der Weg kriegt man das hin. Meiner. Hm. Betritt die Werkstatt. Hier, Kai, kommst du mal kurz? Ja. Hier ist noch Einbrecherstufe 2. Truhe. Ja. Okay.
Oh, grausames Tauchermesser. Oh, aber auch wieder eine Werkstatt. Ich habe einen Weg gefunden. Da schon. Die Leiter hier hoch. Wird er jetzt. Hier ist Stufe 2. Hier noch zu finden. Ach so, ja. Okay. Hier hinter. Ah, okay, perfekt. Ein Bauplan? Leiche? Bauplan wo? Come on, this way. Hier? Muss es gepinkt haben? Ja. Ah, okay. Stacheldraht. Stacheldraht. Ja, das ist okay. Ich weiß ja nicht, was mit der mit dir los war, aber okay. Let's go this way. Nägel gefunden. Stehe ich jetzt nicht. So. Wir müssen den Motor jetzt. Warte. Warten. Ja, Sekunde. Ich kann noch ein bisschen was am Nachgucken. Watch yourself. Okay. Wird angestochen und abgehauen. Auf jeden Fall vorher noch mal in der Dingsbums. In der Stadt. Ja, das auch. Hier liegt noch ein Energy Drink, wenn jemand braucht. Ja, ich bin voll. Okay, ich auch. Das passt schon. Warte, ich laufe hinter dir. Alter, wie die sich da schon hinsetzt. Ist ja schon einladend. Fast. Warte, ich komm, Jungs. Ja. Mädels, Entschuldigung. Wir sind ja hier. Wir spielen ja hier Damen. Das sieht so lustig aus, wie du das Ding trägst. Ups, Entschuldigung. Verstanden. Ach Mist, ich glaube, ich hab einen. So, ab. Der Pferd.
Weiß ich nicht. Ich wechsle mal zum Fahrer. Jo. Mein Messer ist kaputt. Fahrklasse. Warte mal. Vielleicht können wir über die Karte. Kann ich jetzt mal geradeaus. Ja, müssen wir da lang. Ist doch eigentlich ins Lager, oder? Ich glaube nicht, dass ich hier richtig fahre. Ja. Doch, schon ja, richtig. Auch. Geradeaus und dann, richtig so, richtig. Und nach Norden, nach Norden. Ja. Ich noch mal. Genau. Dann nach links. Ne, rechts. Und dann ist noch der Karte links. An der Bord. Fuck, ich hab halt leider nicht zum Heilen. Sieht so komisch aus. Ja. Aber mal kurz drücken. Wer fährt? Wie schnell? Der Q. Dann müsste auf dem Fahrer wechseln eigentlich. Nee, okay, müssen wir nur sagen, wo lang, ne? Ich habe eher das Gefühl, dass wir hier rechts müssen. Nee, links. Da lang. Oh ja, auf. Und tot. Oh, fuck. Ich wollte gerade hoch. Aber auch nicht mehr viel. Ich würde auch wahrscheinlich gleich wieder sterben. Das sieht mir nach Dungeon aus. Ja. Ja. Fuck. Verpassen, Feuer. Oh, das war gut. Das war ein guter Molly. Alleine hätte sie wahrscheinlich gut mit dem Feuer spielen können. Oh, ein gefickter Ficklappen, ey. Alter, hab mich so erschreckt, ey. Ich hab jetzt erstmal meine ganzen Sprühmilker, mir Sitzkissen aus Sprühmilker gemacht, ey. Marke Eigenbau. Ah, Bauplan. Gift.
Voll, es ist so unglaublich. Some good stuff here. Ja, wir müssen ins Lager, wir müssen in irgendein Hauptlager, wir müssen Sachen verkaufen, wir müssen uns neue Medikits holen, das geht so anders nicht. Aber wir sind doch eigentlich gleich im Ziel und dann müsste... Eigentlich schon. Zumindest ist da eine Werkbank. Meine Waffen lassen mich auch langsam nach. Au. Gut. Mann, ich bin doch weggerannt. Ja, wieder ein Tausender weg. Ist doch normal. Ist doch eine Last. Verstärkt Fertigkeit mit... eine Werkbank gefunden. Okay, das ist cool. Oh, eine Linie der Waffe in den Gegnern. Wo ist meine? Ich auch Sachen auseinandernehmen? Nee, ne? Ich glaub nicht, nee. Warte mal, unser Ziel. Wo ist denn unser Ziel? Rechts rum. Okay. Die Straße entlang. Ja. Zur Brücke. Let's go there. So much for the road. Henderson, so close and yet so far. Boah, komm schon, ey, das ist doch. Die Story ist lame. Aber richtig. Fucking road is gone, Harlow. The storm took it out. You got any bright ideas, I'm listening. Head back to Halai and see if they know another way to Henderson. It's the only real choice at this point. All right. Hä? Was? Das ist ein Schrei. Ich will mal gucken, gibt es hier auch sowas wie Schnellreisemöglichkeit? Nur an so einer Karte. Ja. Bitte? Nur bei Karte. Verstehe ich nicht. In Basen gibt es schon eine Karte, wo man dann drüber schnell reisen kann. Ach so, nur von der Basis. Warte mal, da macht es doch eigentlich Sinn, wenn wir hier sind. Wir haben doch hier zwei Schnellreisedinger. Hinter dem Tor und über der Brücke. Warte mal. Zerstörte Brücke.
Von da aus sollte eigentlich eine Schnellreise des Dingsbums sein. Ja. Angeblich soll hier so ein Schnellreiseding sein. Hä? Das ist auch, warte mal, Orientierungspunkt. Schnellreise ist. Ah. Okay, verstehe. Das ist ein Orientierungspunkt. Okay. Hier sollten wir noch nicht sein. Nein. Aber wir müssen noch irgendwie zurück. Davon. Genau. Zombies nicht mehr um, aber so ein kleiner Pflanzenmann. Au. Also, und im Sinn müsste eigentlich auch dann bald ein Händler sein, wenn wir, glaube ich, ankommen. Bitte? Ich glaube, da wo wir hingehen, ist auch ein Händler dann. Ja. Ich überhaupt richtig? Ja. Alter, ich kann nicht fahren. Das ist unser Ziel und die rote Flagge. Oder willst du jetzt im Moment Händler noch an Basis gehen? Eigentlich zur roten Flagge, aber wenn wir schon mal. Sind dann schon vorbeigefahren? Ja, da lang. Rechts. Und hier halt aufsteigen, dass wir runterlaufen können. Ah. Ist ja gar nicht so weit. Ab zum Händler. Medikisten so einen Scheiß holen. Ja. Hier so ein Trigger Point oder was? Ja. Ja, wir waren zurück. Ich weiß nur nicht, wo lang. Andi ist tot. Ich bin falsch angestorben. Oh, das Zombie-Apokalypse und der Andi stirbt, weil er runtergefallen ist. Falscher. Hey. Listen, the road to Henderson is fucked, washed away. But I cleared out the marina, and if you help me find another way into town, I'll think about helping you. Deal? There's one butter who might be able to help you.
but he's been gone for ages. We don't even know if he's still alive. Shame too, because he meant a lot to the people here. Saved a lot of souls. He's a missionary named Marcus Villa. He's not local, but he knows the island like the back of his hand. Anyway, when we ran out of food, he went to fetch some from a store not far from here. Aber auch gleich Feierabend. The whole area was overrun early on, though. So like I said, ich muss morgen um 9 Uhr wieder raus. Okay, no worries. Go look for Marcus. He's the only one who knows another way to Henderson. Okay. Und wo ist jetzt Händler? Händler. Bitte? So, dahinter. Wie kann ich da jetzt rein? Ich glaube, die müssen das Quest weitermachen. Ja, gut. Doch irgendwo. Ja, der Händler doch ist Laden hier, klar, hier, hinter uns. Okay. Auf. Ja, da. Nee, warte. Genau, da wo ihr seid, irgendwo. Hier in dem Gebäude müsste eine sein. Ja, da ist eine. Frage ist nur, die kommen da rein. Ach, hier. Aber ein bisschen was gekauft. Ja. Warte mal, wie kann man denn hier offiziell speichern? Bei der Automatik, glaube ich, gell? Ja. Das speichert automatisch, habt ihr gesagt? Ja, ja. Ja, dann hast du das Feierabend machen für heute. Ja, passt. Heldenskin ändern, Überlebender. Steigen. Ja, schickt für heute. Ja. Leute, danke, dass ihr reingeschaut habt. Ob man das nochmal auspackt? Also, so richtig fühle ich es nicht. Überhaupt nicht. Ich nicht geholt. Muss man sagen. Also, Stream, gute Nacht. Macht's gut. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Also dann. Tschüss.